Ich liege nackt auf dem OP-Tisch, der in der Mitte der Raumstation steht, auf die wir entführt wurden. Die Titanbügel, die überall an meinem entblößten Körper befestigt sind, verhindern, dass ich mich rühren kann. Ich schaue nach rechts. Alex liegt auf dem Tisch neben mir. Er weint, kreischt und winselt um Gnade, während dieses scheußliche, achtarmige Monster mit der dunkelgrünen Lederhaut ihm eine weitere Gliedmasse abschneidet. Diesmal ist es sein rechtes Bein, das mittels eines Laserschneiders von seinem schrecklich verstümmelten Körper amputiert wird. Seine Arme, das andere Bein, die Nase sowie seine Genitalien liegen bereits auf dem schneeweißen Boden, auf dem sich eine große rote Pfütze gebildet hat. Die Kreatur wirft das abgetrennte Körperteil einfach auf den blutigen Haufen. Nun ist von meinem einst so gut aussehenden und sportlichen Verlobten nur noch der Torso und der Kopf übrig. Als nächstes greift das grausame Wesen mit einem anderen Arm nach der Spritze, die neben ihm auf dem Tischlein liegt. Ohne Vorwarnung rammt das Ungetüm dem Hilflosen die dicke, lange Nadel direkt ins Herz und injiziert ihm die gelbe Flüssigkeit. Kurz darauf brüllt Alex auf und windet sich in Krämpfen. Seine Haare fallen ihm komplett aus und seine Haut verändert sich. Sie verfärbt sich grün. Aus seinen Stümpfen wachsen plötzlich dünne, längliche Beine, 8 insgesamt, die an die eines Insektes erinnern. Auf seinem schmerzverzerrten Gesicht bilden sich 3 zusätzliche Augen. Er bekommt immer mehr Ähnlichkeit mit dem Ungeheuer, das direkt vor ihm steht und die Metamorphose beobachtet. Nachdem die Verwandlung abgeschlossen ist, entfernt das Alien die Metallbügel. Die Monstrosität, die bis eben noch der Mann war, den ich liebe, steht auf und wendet sich mir zu. Mit einem sadistischen Grinsen auf seinem entstellten Gesicht greift das Ungetüm den Laser und bewegt sich langsam auf mich zu. Mit einem lauten Schrei erwache ich schweißgebadet in meinem Bett und schrecke hoch. Noch immer verängstigt schaue ich mich in unserem Schlafzimmer um. Es ist alles wie immer. Die Monster sind verschwunden. Alex, der von meinem Geschrei auch wach geworden ist, setzt sich auf und fragt besorgt: Janine, was ist denn? Alles in Ordnung? Mit Tränen der Erleichterung falle ich ihm um den Hals und drücke ihn fest an mich. Oh Schatz, ich habe mir gerade so etwas Furchtbares geträumt. Schluchze ich, während ich meinen Kopf auf seine starke Schulter lege. Wir wurden von Aliens entführt und waren nackt gefesselt in ihren Operationssaal. Eines von den Ungeheuern hat dir deine Gliedmaßen und noch andere Sachen abgeschnitten, dir irgendwas angespritzt, was sich in eine von ihnen verwandelt hat. Es war so schrecklich. Alex streichelt mich und küsst mich zärtlich auf den Hinterkopf. Dann sagt er mit seiner lieblichen Stimme: Ich muss dir etwas sagen, Engelchen. Ich hebe mein Haupt und sehe meinen Verlobten in seine wunderschönen braunen Augen. Was denn, Schatz? Frage ich gespannt. Es wird dir nicht gefallen, Süße, antwortet der hübsche Mann neben mir. Das war kein Albtraum, was du hattest. Das hier ist ein Traum. Du warst tatsächlich auf dieser Station. Und du bist es immer noch. Ich sehe ihn verwirrt an und frage erschrocken: Was sagst du da, Schatz? Wovon sprichst du? Sein freundliches Lächeln wird plötzlich zu demselben teuflischen Grinsen, das das letzte war, was ich sah, bevor ich aufwachte. Plötzlich wird mir schwarz vor Augen und die Umgebung um mich herum verschwindet. Im nächsten Moment erwache ich aus meiner Ohnmacht und bin wieder auf der Raumstation. Die moosgrüne Bestie, zu der Alex geworden ist, nähert sich weiter dem Tisch, auf dem ich liege. Als sie schließlich direkt vor mir steht, starrt die groteske Gestalt mich einen Augenblick lang an und beginnt dann dämonisch zu lachen, während sie den Laserschneider einschaltet.